Ja, sie sind noch da, die Dinosaurier des Trash-TVs und das alle auf einen Haufen. Gina Lisa mit Monsterbrüsten, Kader Loth mit Freund, Michaela Schäfer angezogen und Teppichluder Jamila Rowe in extrem operiert. Wahnsinn! Doch heute geht es hier bei der Bareinweihung von Michaelas Freund in Berlin bei mir nur um eine Frage: Was kostet dein Promi-Outfit? Oh, die Schuhe sind von Casa Day oder sowas? Ja. Keine Ahnung. 800 oder so? 800. Also früher hat sie, glaube ich, 17.000, 18.000 gekostet. 18.000. Kostet 7.000. Ja, ungefähr. Alter. Wow, insgesamt kostet das Outfit von Kathi Lugner irrwitzige 33.300 Euro. Ob der Ex-Bachelor Leonard Freier das toppt? Schuhe 600, Anzug? Der ist maßgeschneidert, deshalb etwas teurer. Wie viel? So um die 2000. Um die? Könnten noch drei sein. Man weiß es nicht mehr. Hast du Überblick verloren? Ich habe ein paar mehr davon. Was kostet sie? Die kostet Liste, glaube ich, 40.000, aber Liste. Ja. Ich habe, das war ein Geschenk. Wer schenkt dir sowas? Erbstück. Puh, Herr Freier trägt Erbstücke im Wert von knapp 45.000 Euro durch die Nacht. Für Gina Lisa Lofing ist der Begriff Outfit relativ weit gefasst. Titten? Ja? 12.000 Euro. Ganz wichtige Frage. Ganz wichtig. Findest du, dass die gemachte Brüste und Lippen, dass das zum Outfit gehört? Klar, ja. Klar. Kann man dazu zählen? Mit ihren vielen Körperumbauten liegt Gina Lisa damit sofort bei über 60.000 Euro. Erstaunlich, für Operationswunder Kader Loth sind Klamotten Klamotten. Was kostet das Kleid? 150. Kette, was kostet sie? 3.000. 3.000? Ja. Eine echte Gucci-Armband. Ein Gucci-Armband für? 500 Euro. 3.898 ohne Brüste, mit Brüsten? Ohne Brüste natürlich. Ja, ohne Brüste. Okay, also Brüste sind nicht Teil des Outfits? Nein. Nein, okay. Aber das Partyluder Jamila Rowe hat teure Klamotten. Kostet 1.100. 1.000, ja, mal teure Schuhe. So, Kleid? 1.7. Die Klamotten und Accessoires kosten bei Jamila alleine 5.200 Euro und? Brüste gehören zum Outfit? Gemachte ja. Brüste? Meine ja. Ja? Ja. Was haben all deine Schönheits-OPs so gekostet über die Jahre? Also ein Häuschen ist es. Ein Häuschen? Was? 100? Nein. 100.000? Und nach dieser Rechnung hat Jamila ein Party-Outfit für 105.200 Euro. Wenn ein großes Event ansteht, dann muss auch noch mal was nachgespritzt werden. Oh Gott, hör auf damit. Das ist nicht nein, gut. Das also, ist nicht Philipp, gut. Du kennst nein, mich so auf. Lange. Nein, ich höre nicht auf. Es nein, ist nicht gut für nein, die Gesundheit. Doch, versprich's mir. Nein. Ach herrje, zum Glück beweist die Germany Next Topmodel-Kandidatin Larissa Neumann, echte Schönheit muss nicht teuer sein. Schuhe 20 Euro. 20 Euro? Ja. Mein Kleid 40. 40. Ja, meine Tasche 50. Wahnsinn, ganze 150 Euro hat dieses tolle Outfit gekostet. Jamila Rowe bekommt die hochwertige Siegerkrone für zweifelhafte 105.200 Euro für das teuerste Party-Outfit. Ach, herrje.